David Bilge, Chefredakteur des Neuzeitmagazins. Ja, die Friedensfahrt fand ich natürlich grundsätzlich eine spannende Idee. Ich finde so Ideen immer gut und egal, was ich jetzt auch sage, geht mir nicht darum, jetzt irgendwie die Initiative irgendwie zunichte zu machen oder irgendwie durch den Dreck zu ziehen, sondern vielmehr um meine konstruktive Beurteilung der Lage und der konstruktiven Kritik an so einer Aktion, die natürlich vom Grundgedanken super wertvoll ist. Und ich schätze solche Aktionen sehr. Wenn ich nicht so in meine Arbeit eingebunden wäre, wäre ich vielleicht sogar selbst mitgefahren. Aber bei dieser Friedensfahrt sind mir einfach ein paar Dinge aufgefallen, die für mich einfach nicht gehen. Also ich glaube ja, dass jede gute Alternative, und darum geht es ja auch in unserem Magazin, dass wir immer die echten Alternativen herausstellen und echte Ursachenforschung betreiben. Und das ist das große Problem in der alternativen Szene oder auch im Mainstream, aber eben auch in der alternativen Szene, dass es keine gute Ursachenforschung gibt. Und wenn wir uns dem bewusst sind, dann sind wir einfach ein bisschen auch vorsichtiger mit unseren Rückschlüssen, die wir aus Erkenntnissen haben, weil wir natürlich immer geneigt sind dazu, die Rückschlüsse so zu übersteigern, dass wir unsere Erkenntnisse auf das ganze Leben aufdehnen, und dann ist die Ernährung, dann ist der Fleischkonsum plötzlich schuld an Krebs, und wie wird es begründet? Mit irgendwelchen Statistiken, mit denen man aber auch genau das Gegenteil beweisen könnte. Also was mir da bei der Friedensfahrt jetzt teilweise ist aufgestoßen ist, es sind eben diese Aktionen, bei denen die Hauptprotagonisten vor Kriegerdenkmalen und Geschichtsdenkmalen auf die Knie gefallen sind und um Vergebung für die deutschen Taten gebeten haben. Und das ist natürlich so ein extrem heikles Thema, mit dem Deutschland schon seit, oder die deutsche Bevölkerung schon seit vielen Jahrzehnten emotional erpresst wird. Und das ist jetzt einfach wichtig, dass wir da einen Strich drunter machen. Ich sage nicht, dass wir die Vergangenheit vergessen müssen, aber wir hatten nichts damit zu tun. Also niemand von den Teilnehmern hatte auch nur im Entferntesten was damit zu tun. Und ich würde auch sagen, dass die deutsche Bevölkerung von damals nicht wirklich was damit zu tun hat, weil das ist einfach das Prinzip von Staaten. Sie zwingen die Menschen dazu, bei Krieg, bei schlimmen Dingen, bei allem Möglichen mitzumachen. Und sie manipulieren die, durch ihr Monopol manipulieren sie die Bevölkerung dazu, dass sie mitmachen, bei was auch immer. Und da eine Schuld zu konstruieren, ist schon in meinen Augen einfach nur ein Versuch der moralischen Erpressung. Der Kontrolle, ein Versuch, Kontrolle auszuüben. Und da ist es natürlich ganz essentiell wichtig, dass wir solchen Bewegungen nicht noch mehr Raum haben, wie es sowieso schon stattfindet durch den Mainstream. Und da spielt natürlich viel mit. Ich möchte das Thema jetzt auch nicht so arg breit treten. Ein anderes Thema, was mich jetzt persönlich einfach auch davon abhält, so eine Initiative zu unterstützen, ist, dass der Hauptprotagonist ganz offensichtlich kommunistisch motiviert ist. Zumindest macht es stark den Eindruck. Ich kann natürlich nicht in seinen Kopf gucken, aber für mich macht es sehr den Eindruck, dass diese Aufmerksamkeit auch ganz stark dazu genutzt wurde, irgendwie
den Kommunismus anzupreisen. Und ich bin ein sehr freiheitsliebender Mensch und ich möchte jedem seine Meinung lassen. Und wenn jemand für Kommunismus schwärmt, dann ist das völlig okay, kein Problem. Und ich habe nichts gegen Kommunen, die sich irgendwie kommunistisch organisieren wollen, solange das alles auf einer freiwilligen Basis basiert. Und was mir aber in diesem Umfeld, auch in dem die Veranstaltung organisiert wurde, immer auffällt, ist, dass man eben immer in seiner eigenen Suppe schwimmt. Und wir als Medienmacher haben natürlich immer mit dem Problem zu tun, dass wir immer, jeder hat einen gewissen Fokus, einen gewissen Filter. Aber da wird ganz bewusst ein bestimmter Fokus gesetzt und Kritik dazu, die auch berechtigt wird, die wird nicht zugelassen. Ich vermute, dass es einfach daran liegt, dass man argumentativ auch schnell in Schwierigkeiten kommt. Und es nützt aber nichts, wenn wir uns vor der Kritik verstecken. Das bringt keiner Seite letztendlich einen Mehrwert. Und ich glaube, das muss der nächste Schritt sein, dass wir alle an einen Tisch setzen. Ich bin überhaupt nicht der sagt, wir müssen jetzt alle an einem Strang ziehen, sondern wir müssen den anderen stehen lassen. Und solange uns niemand zwingen möchte, mitzumachen, ist doch alles okay. Solange alles irgendwie auf einer freiheitlichen Basis basiert, ist alles okay. Und man darf auch mal streiten, man darf sich auch mal in Streitgesprächen auseinandersetzen. Das ist, ich streite gern in einem gesunden Rahmen, in einer zivilisierten Form, aber Streit, ein gesunder Streit ist unheimlich wichtig und der kommt auch in der Szene ganz stark zu kurz, weil Denkverbote vorherrschen und einfach bestimmte Richtungen nicht zu Wort kommen, weil man versucht, sie zu verhindern, weil sie nicht politisch korrekt sind, weil sie der eigenen Intention diametral gegenüberstehen. Aber ich glaube ganz fest daran, wenn man die richtigen Ziele verfolgt und wenn man da wirklich auch dahinter stehen kann, dann kann einem Kritik nicht schaden. Dann kann die, solange die Kritik natürlich in einem sachlichen Rahmen stattfindet, ganz klar. Aber solange ich mir klar bin, dass ich für die richtigen Ideale einstehe, dann kann ich meine Ideale vor jedem Publikum, vor jedem Diskussionspartner vertreten und kann den Argumenten standhalten und muss mich nicht davor verstecken. Also wenn ich definieren würde, was destruktive und was konstruktive Kritik ist, das ist natürlich schwierig jetzt irgendwie zu sagen, man muss dies und jedes beachten, dann ist es konstruktiv und dann, ich glaube, es kommt immer auf beide Seiten an. Also ich als Protagonist oder irgendjemand als Pionier muss die Fähigkeit entwickeln, auch über den Dingen zu stehen und über Kritik zu stehen und über, aber nicht in einer arroganten Form, sondern einfach, indem ich auch den anderen, der vielleicht nicht so gut diskutieren kann, der nicht so gut streiten kann wie ich, in seiner unsachlichen Kritik auch wahrzunehmen. Und ich muss es nicht unbedingt so stehen lassen, aber ich, auch wenn mich jemand unsachlich kritisiert, dann kann ich das trotzdem annehmen und reagieren und gerne auch darauf hinweisen, das war nicht fair, so wie du mit mir sprichst, ist es nicht fair. Aber ich gehe trotzdem drauf ein. Aber und als Kritiker ist es natürlich ganz wichtig, dass man auch versucht, sich in die Gedankenwelt, in das Mindset des Gegenübers einzustellen und zu überlegen, was
Was bringt den Gegenüber dazu, den Fehler zu machen, den ich jetzt in dem Fall als Fehler sehe, und dann natürlich auch eine gewisse Offenheit haben, dass ich vielleicht auch ungerechtfertigt Kritik übe. Ja, wenn wir alle irgendwie da an die Verständigung glauben und da unseren Fokus drauf legen, dass wir im Prinzip gerne jeden leben lassen, aber als Protagonisten auch gerne unseren Standpunkt vertreten, auch dann, wenn es unbequem wird und auch dann, wenn wir mit Menschen zu tun haben, die wir nicht leiden können. Auch, ja, das macht uns einfach unseriös und unglaubwürdig, wenn wir dann sagen, nee, mit dem rede ich nicht. Also wichtig ist, dass wir auch dann noch vernünftig streiten und vernünftig diskutieren, wenn es für uns sehr unbequem wird, wenn wir es mit Diskussionspartnern zu tun haben, die wir vielleicht nicht leiden können, die vielleicht nicht besonders zivilisiert streiten können. Aber wenn, vor allem muss man natürlich immer einschätzen, hat die Kritik Relevanz? Oder ist es einfach, natürlich gibt es viele Spinner, die einfach irgendwie total unreflektiert kritisieren. Aber hat die Kritik Relevanz? Ist es eine relevante Menge an Menschen, die irgendwie das vielleicht genauso sieht oder die Kritik hört und verunsichert ist? Dann gehen wir auf die Kritik ein. Wir müssen gucken, wie können wir am besten mit unserer Zeit umgehen. Da können wir auch nicht auf jeden Scheiß reagieren. Aber zu schauen, was ist relevant und wie können wir damit umgehen. Und dann möglichst offen damit umgehen und möglichst in Verbindung bleiben mit dem eigenen Publikum. Hast du mitbekommen, dass während der Fahrt eine Veränderung stattfand, dass nicht mehr vor jedem Denkmal der gefallenen Sowjetsoldaten auf die Knie gefallen worden ist und sich für die deutschen Untaten entschuldigt worden ist, 70 Jahre danach, sondern auch auf der Rückfahrt in Katyn halt gemacht worden ist, wo die Teilnehmer der Friedensfahrt plötzlich polnischen Soldaten und zivilen Opfern gedacht haben, die auf Stalins Befehl hingerichtet worden sind, regelrecht hingerichtet worden sind, was über 50 Jahre den deutschen Soldaten angelastet worden ist, und erst nach der Perestroika, als Gorbatschow Dokumente freigegeben hat, wurde klar, das war ein Stalin-Befehl. Mhm. Also ich bin eigentlich grundsätzlich so aufgestellt, dass ich die Bewegung und die Szenen sehr gut beobachte, so mehr aus dem Hintergrund. Aber ich bin dann auch schnell einfach weg vom Fenster. Also wenn ich irgendwie, keine Ahnung, wenn sich etwas für mich einfach als No-Go entlarvt, dann schalte ich ab und habe das als irrelevant abgehakt. Und natürlich habe ich dann auch im Nachhinein gehört, dass sich da ein bisschen was verändert hat und dass dann auch bewusster mit dem Thema vielleicht umgegangen ist. Wobei, ganz ehrlich, wenn ich als Pionier so eine Geschichte angehe, wenn ich so eine Friedensfahrt organisiere, als Medienmacher, als Protagonist, dann weiß ich, dann erwarte ich zu wissen, dann erwarte ich als Zuschauer, dass der genau weiß, was er tut. Und dann wird es für mich unglaubhaft, wenn man jetzt wegen Kritik irgendwie zurückrudert. Weil, wie gesagt, also wenn ich sowas mache, dann überlege ich mir schon gut, was tue ich da? Und von daher, dass sich das verändert hat, ja, zeugt natürlich in einem gewissen Maße davon, dass die Kritik irgendwie angekommen ist. Aber trotzdem wurde die Kritik, die, glaube ich, essentiell war und die, glaube ich, auch die Protagonisten von der Massivität überrascht hat, die wurde nicht, meines Wissens nach, nicht irgendwie jetzt groß in einem
in einem extra Video, wo die zwei Hauptprotagonisten zusammensitzen und dann darauf eingehen und was weiß ich, vielleicht die ganze Geschichte relativieren oder wie auch immer. Ob das was an der Glaubwürdigkeit ändert, wer weiß, aber es wäre auf jeden Fall mal der richtige Schritt in die richtige Richtung und dann kommt es darauf an, wie es umgesetzt wird. Und das dann, dass sich das Blatt dann ein bisschen gedreht hat, habe ich nicht so arg beobachtet, wie gesagt, aber wie gesagt, wenn sich so Pioniere, so Menschen, die wirklich irgendwie so in die Öffentlichkeit treten, wenn die nicht wissen, was sie tun, dann haben sie in der Öffentlichkeit nichts zu suchen. Aber wie gesagt, ich möchte da jetzt niemand irgendwie so durch den Dreck ziehen. Ich möchte jeden leben und leben lassen und ich glaube nur, dass es wichtig ist, dass gerade so, gerade wenn es um Frieden geht, gerade dann müssen wir ganz besonders darauf achten, wie wir handeln und was wir tun. Und dann müssen wir einfach überlegen, was hat das für Folgen? Es geht um Frieden oder Krieg.